Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Wie komme ich denn da rauf? Yay! Jetzt nicht haken. Ach so, andere Richtung. Andere Richtung. Nein, oh. So. Sind wir schon mal hier oben und jetzt? Hier haben wir schon mal eine Lichtkugel. Nun? Wahrscheinlich darüber springen. Ob das mit der Kamera funktioniert. Oh. Leck. So. Tops. 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 Are you okay up there? Nein. Need any help? Here. Alles gut. Jump on this. Oh, du hältst mir den Stock. Das finde ich cool. I think you're gonna need to get that beacon working. Jetzt mal die Lichtkugel. So. Okay, now you can get up to the roof and untangle Daddy's balloon. Ach, hey. Ach, ich wollte... Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Das finde ich... Ach, da Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich wollte schon jammern. Ach, ich hab's nicht gesehen. Es war ein Schatten, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Oh. Ich bin ein Vollprofi. Nochmal. Oh, Leute, ne? Was ist heute nur mit mir los? Ich weiß es nicht. Was war... Habt ihr das gesehen? Was war das? Ich möchte gerne nochmal auf das Raumschiff. Das fand ich toll. Lass mich da hoch. Und dann gehe ich halt. Jetzt lass mich doch da hoch. Also wirklich gut für die Nerven ist es nicht, ne? Es nervt einen schon geringfügig, wenn man das nicht schafft. So, die geht auch. Schatten aufpassen. So. Hochziehen an den... Ob die jetzt nicht... Oh, Gott sei Dank. Eine Lichtkugel und dann wahrscheinlich wieder hier weiter. So, hätten wir das. Geht's nun weiter, da vorne lang? Ach, hey. Komm ich da überhaupt durch? Nein. Ach, da stirbt man sogar von? Nein.
Ich bin mir nicht so genau sicher, wie ich das machen soll. Ehrlich nicht. Huch. Ich glaube, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Was ist denn der Ballon? Gibt es denn hier hinten noch irgendwas? Was haben wir gesammelt? Sehr geehrte Hilda, Brief von Cat an das Jugendamt. Bitte, ja gut, das haben wir ja schon gehabt. Wie viele Briefe davon hat die denn verteilt? Wir lassen erstmal den Ballon los. Yay! You did it! Okay! Hop in! Nein, ich wollte die Kugel holen. Ich hätte vielleicht erst die Kugel holen sollen. I wish I could do that. Would you teach me someday? Repariere zwei übrige Attraktionen. Gut, eine machen wir noch. Dann mache ich, glaube ich, eine kleine Pause. Ich hoffe, die sind nicht so knifflig wie die hier. Wo geht's denn jetzt weiter? Oh, Entchen schießen. Oh, gemein. 25 Cent. Ein Popcorn. Hätte ich jetzt Lust auf Jahrmarkt? Und das, ne? Das hätte ich ja für mein Leben gern mal gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich jemand gemacht hat, von da oben in so eine kleine Bütte zu springen. Wisst ihr das? Gab's das tatsächlich oder ist das nur eine Erfindung von Film und Fernsehen? Was kannst du? Geht wieder aus. Ich will da oben an die Kugel kommen. Ist ein bisschen rutschig hier. Ach komm schon, spring doch da hoch. Das klappt irgendwie nicht so richtig. Ich muss doch hier draufsteigen. Ist doch ganz... Wieso komme ich denn mit dem nicht nach oben? Finde ich auch ein bisschen makaber, aber ich will die Kugel. Ah, Mädchen. Ich komme da nicht rauf. Ich lasse es jetzt. Wenn ich die Kugel nochmal brauche, versuche ich es nochmal. Denn hier? Was ist hier? Das mit der Prinzessin? Ja, ich glaube, das ist diese Puppenshow, ha? Huh? Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Darn! Where did I put her? Übernimm die Rolle der Prinzessin. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre. An ogre? Who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred. Fred. And he fell immediately in love with the princess. Oh, Fred, my Fred prince! Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. Du wirst es schaffen. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. Wo ist mein Fred? So she set off into the forest to look for him. Ich muss ihn suchen. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers.
chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Fred, wo bist du nur? Ich werde dich finden. Huch, das war knapp. Komm ich nicht durch? Dann, ach, ich muss über die Windmühle. Ups. So macht man das. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? Na, was glaubt ihr, was ich mache? Ich werde versuchen, dem Krokodil auf den Kopf zu springen. Und zwar ganz schnell. Yay! She ran on top of their heads. That's right. Hab's geschafft? War wohl nichts, ihr, hä? Huh? Pech gehabt. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Das verstehe ich nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, so soll ich da hochkommen. Also war es doch gar nicht. Das versuchen wir nochmal. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Das lassen wir mal. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich hoffe, das reicht. Huch! Wieso springt die denn dann einfach raus? Ein kleines bisschen Geduld, ein kleines bisschen Geduld. Wir schaffen das. Jetzt geht er schon hoch. Oh. She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Ach, Fred. Wieso ist dir das peinlich? Ich bin gekommen, um dich zu retten. Der ewigen Vision, meinen Freund zu retten. Aber wie mache ich den jetzt platt? Oh, das ging ja schnell. Nochmal. Ich habe das Gefühl, ich muss den irgendwo hinlocken. Ah. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. Oder auch nicht. What's a taunt? That's when you make fun of them. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Nein! Oh, knapp. Haben wir Fred jetzt auch erwischt? And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess.
Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. Oh, Fred. So she went off looking for him again. Fred, Fred, Fred. Warum versuchst du es überhaupt erst? Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Dann nehmen wir mal den Regenschirm. Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave, deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. Oh. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Leider stürzte sie in die tödlichen Bambusspieße. Ach, muss ich den schon wiederholen? Ach. Das ist nicht so einfach. Das ist ein bisschen tricky. Immer noch so ein bisschen nachspielen. Into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Ich glaube nicht, dass das Fred ist. Ehrlich zu sein. Ich mag keine Spinnen. Ach, Schande, Mann! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened! Nein, ist es nicht. Prinzessin hat 99 Leben. Ich habe vorher ein paar Pilze gesammelt. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Nirgendwo gegenkommen, auch gegen keinen Stein, sonst geht der hübsche Regenschirm direkt zu. Schon wieder an dem Vieh vorbei. Ich lass die jetzt mal so schweben. Finally, she landed softly. Right in a spider's web. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich komme auch nicht aus den Schatten raus. Was passiert jetzt? Red weiter, Onkel. Was passiert als nächstes? Ah, ich kann springen. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Nein! Ah! Das hat nicht geklappt. Und ich weiß im Moment ja noch nicht, wie ich darüber kommen soll. Ich kann nämlich auch nicht boosten. Och, komm jetzt. Komm. Das finde ich nicht lustig. Ich werde das dreimal verkacken und, oh Mist. Der falsche Taste. Du machst mir das, du machst mir das. Wie soll ich dann da rüberkommen? Sag mal. Ich hab eine Idee. Bestimmt da gar nicht rüberspringen, sondern den Stein über mich drüber rollen. Was denn? Ich versuche das mal. Genau hier. Naja, wenn man mir drei Versuche Zeit gibt, komme ich auch drauf. Ausgetrickst. Oh boy. Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Nein! Nein! Mann!
Mist, ran and climbed, jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. Ja, das ist sie. It had 8 legs and the princess only had 2. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht... Ich komme hier nicht hoch, ich komme hier nicht hoch. Nein, ich bin gleich schon wieder platt, ich sehe es schon. Was muss ich denn hier machen? Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Leute, ne, ich hatte es schon fast. Ich hatte es schon fast. Oh, cool. Ja, tschüss. Itzy bitsy spider. Oh. Ich glaube, ich habe ein Talent darin, in den Tod zu laufen. Oh, arme kleine Spinne. Auch so. Finally, she found Fred. Hallo, Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. Bitte nicht nochmal. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that oh, he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. Ich mag nicht mehr. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Ob das wirklich gut ist, dass diese Prinzessin diesen Kerl heiratet? Das ist bestimmt sehr liebenswürdig. Er liebt sie ja sehr. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. But she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Das sieht so ein bisschen nach Kopf aus. Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffin she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Cool. Auf dem Wasser. Oh nein, oh nein! Oh, Matsch. So ein Mist. Das ging jetzt aber auch ein bisschen schnell. Ich wollte eigentlich eine Pause machen. Die Folge wird jetzt auch viel zu lang. Aber naja. Kommt da noch einer? Bleib mal lieber hier stehen. Nein! Oh, knapp. Das war's jetzt, oder? Der kommt von da oben. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. Wie mache ich das denn jetzt? Okay, rein einfach draufspringen geht auch nicht. Also den darf ich gar nicht berühren. Komm, ich war hinterm Stein. Gut, Fred ist jetzt leicht geröstet, ne? Ja, was mache ich denn jetzt? Ach nee, ich will den Schatten nicht verlassen. Aber was soll ich denn jetzt tun? Ich kann doch nicht vorbei. Ach, jetzt ist er runtergefallen. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Dreimal wohl. Hallo und tschüss. Tschüss.
finally burning away the ropes that were tying up Fred. Der hat das and überlebt. So the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again. And they had hot buttered muffins every morning. Oh. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Ich finde das zweite Ende viel cooler. Yay! So. Yay, Dawn, you did it! Speichern. So, wir reparieren die letzte Attraktion. In der nächsten Folge, das hier war jetzt ein bisschen länger, aber macht nichts, dafür habt ihr mich auch oft genug failen sehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!